Ladies and gentlemen, it's showtime. Silva Gonzalez in the house. Bidi bidi bang, bidi bidi bong, all night long. Come on. Ich bin Mitbegründer der Band Hot Banditos. Ja, bin alter Showhase, bin fast 20 Jahre im Geschäft. No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 es así, cha, cha, cha. Wir haben wirklich vor Arenen, vor Menschen gespielt, vor Tausenden und Abertausenden. Demos angejubelt, angeschrien, international hin und her gejettet. Das war ein Flash. Ich habe dann irgendwann die neue Sängerin gesucht und dann habe ich Stefanie kennengelernt. Stefanie war damals schon was ganz Besonderes, das habe ich sofort gesehen. Die war einfach eine Augenweide oder ist eine Augenweide ja immer noch. Wir haben uns in einer Zeit kennengelernt, wo wir viel auf Tour waren mit den Hot Banditos, jedes Wochenende waren Auftritte und waren da so in einer Welt, sind über den Wolken geschwebt. Bei uns ging ja alles sehr schnell. 2014 bin ich ja in die Band gekommen, 2016 haben Silva und ich uns verliebt. Meine Familie, die war nicht sonderlich begeistert, als ich mit Silva zusammengekommen bin. Weil Silva ja auch sehr laut ist, sehr impulsiv. Und mein Vater sagt, das ist mir zu laut. Das hat einfach nicht gepasst. So, ne? Als wir dann Mama und Papa wurden, ist es natürlich so, dass sich das Leben ändert. Wir waren Eltern. Ne? Du hast kaum noch irgendwie ein Sexleben oder ne, ein Liebesleben in dem Sinne. Es ist ja auch so bei Frauen nach einer Schwangerschaft und so Hormone und so. Sie war nicht wiederzuerkennen. Sie war für mich wie von schlechten Geistern besessen. So kann man es irgendwie ausdrücken. Ich habe Silva immer auf der einen Stelle auf dem Sofa sitzen sehen. Er hatte eine Jogginghose jeden Tag an. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Noch ein Kilo mehr. Ich war nicht mehr derjenige, den sie kennengelernt hat. War dann halt irgendwie der dicke Faddy, der dicke Papa da auf dem Sofa, furzend. So langsam zerbröckelte alles. Kinder und den Haushalt. Also ich habe mich schon alleine gelassen gefühlt von Silva. Ich hatte die Erwartung, dass er mich mehr unterstützt, dass er mehr sich einfügt im Haushalt, dass er irgendwie mich auch finanziell mehr unterstützt. Ich habe nur dann irgendwie ihn noch mit irgendwie zu versorgen, sag ich mal. Das hat mich wirklich dann noch mehr Arbeit gekostet. Ich hab's einfach nur ausgehalten und bin da geblieben wegen der Kinder. Also ich hab's ausgesprochen, eigentlich hat sie die Beziehung ja schon viel vorher beendet. Schon zigmal hat sie vorher die Beziehung beendet. Schon zigmal. Also Erwartungen, da kann man immer nur enttäuscht werden. Das heißt, ich habe so wenig Erwartungen, wie es geht, an ihn. Und schaue, wie ich damit umgehe, wie er ist. Ob ich das noch mal kann.